Hallo Gerrit. Moin. Na? So, wir haben hier Opfer. Ja, das Moped, was bei mir bis jetzt am wenigsten Pflege bekommen hat, ne? Ja. Ja, doch, einen neuen Motor hat's mal bekommen, ne? Und seitdem fahre ich ja nur noch damit. Richtig. Und der Motor hat ja nun auch schon einiges geleistet, wenn ich so an die Touren denke. Hat jetzt ja zwei Touren mitgemacht und auch so muss er ja, das ist ja so ein bisschen so ja. Mein Alltagsmoped, wo ich mit so arbeiten nagel, wo ich alles Mögliche mitmache. Also der hat auch schon einiges geleistet. Ab und zu wird es auch mal ausgeborcht. Ja. So haben schon verschiedene Kollegen durften die mal fahren. Was soll denn überhaupt mit dem Moped passieren? Warum steht das Ding hier jetzt und warum werden wir das gleich völlig auseinanderreißen? Ja, weil, also, eigentlich läuft sie ganz, also es läuft ganz gut, funktioniert auch alles. Allerdings ist so die Elektrik beim Elektriker immer nur mal nachgefuscht worden. Das ist noch die Originalelektrik drin. Die ist schon mehrfach beschädigt, nachgeflickt, nachgebastelt und... Irgendwann hat sie vorletztes Jahr auch mal richtig gequalmt. Oh jo, oh jo. Da habe ich hinten den Blinkerträger angeschweißt, weil der abgebrochen war. Wie gesagt, wir brauchen ja keinen neuen, der wird einfach angebraten. Und irgendwie hatte sich die Masse nicht so richtig gezogen. Da hat der ganze Herzkasten gequalmt, obwohl ich die Masse am Gepäckträger dran hatte, aber der hat sich die Masse nicht übers Metall geholt, sondern übers Massekabel. Und das war dann irgendwie weg. Ich habe hier die Masseklemme dran gehabt, dann habe hier unten geschweißt. Man sieht sogar, das ist schon wieder verbogen alles hier. Ja. Dann habe hier unten ein bisschen geschweißt. Ja, und dann hat er sich anstatt über die zwei Schrauben hier, kam hier dann Qualmwolken raus. Kabel war verbrannt und das habe ich tatsächlich auch nur, das Kupfer war ja noch so ein bisschen da und habe ich nur Isolierband rumgewickelt. Ist bei der Masse jetzt ja eigentlich auch nicht so schlimm. Ja, sag mal so, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, oder wie war das? Hieß da früher das Sprichwort. Da können jetzt die meisten nichts mehr mit anfangen, aber da ich nur elektrisch ein bisschen begabt sein sollte, haben uns jetzt entschieden, wir wollen mal was ganz Neues ausprobieren. Richtig. Wir bauen da jetzt einen Kabelbaum ein. Und zwar einen Kabelbaum, der eigentlich zum Draufwerfen gedacht ist. Das ist ein Wurfkabelbaum. Den nimmt man und schmeißt ihn drauf und eigentlich ist alles fertig. Das schauen wir uns doch jetzt mal an. Genau. So sieht das ganze Teilchen nur noch aus heutzutage. Ist ein bisschen anders als diese große Tüte mit 1000 Einzelkabeln. Richtig. Das soll oder ist ein Kabelbaum, der komplett fertig ist. Da ist alles dran und er hat sogar noch Stecker für Zusatzmodule dran. Da gibt es verschiedenste Module, die man später einfach Plug and Play anstecken kann und funktionieren. Ein Armblinker. Einen Anhänger Komplettsatz, eine USB-Anlage. USB habe ich jetzt da dran, aber die wird einfach so wieder angestrickt. Denke ich mal gucken, wie es ist. Wir haben den noch nie ausprobiert. Nein. Der ist komplett beschriftet. Alle Kabelenden sind beschriftet. Rücklicht, Blinker hinten links, Blinker hinten rechts. Die Kombischalter sind komplett verlötet schon. Es ist alles schon dran. Also wirklich draufwerfen und los geht die. Einfach nur das alte runterreißen, das drauflegen, vorne, hinten, Mitte, Kabelbinder und halt Zündschlussarme anstecken, denke ich mal. Ja, klar. Das ist nicht dran und dann, es ist alles beschriftet. Ich bin mal gespannt, wie das Zündschloss beschriftet ist. Und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Wir versuchen es mal. Ja. Der Kabelbaum soll so sein, dass es alle können. Alle. Ausnahmslos. Also man muss unterscheiden können, wo rechts und links ist und wo vorne hinten ist. Und der Rest, das muss man hinkriegen, weil hier steht halt rechts, links und vorne hinten drauf. Ne? Ja. Und den Rest braucht man nicht. Man braucht null Elektrikkenntnisse. Wir haben ja schon mal so ein schönes Video gemacht, wo man wirklich einen normalen Kabelbaum einbaut. Und dann muss man ja Zahlen, Farben lesen. Also so ein bisschen nachdenken muss man. Aber das Video könnt ihr euch oben in der Ecke angucken oder unten in der Videobeschreibung. Wenn du es diesmal verlinkst, ne? Ja. Das letzte Mal hat der Link gefehlt, wo ich so gewunken habe. Ah, Mensch. Hier sieht man, es ist alles fertig verlötet. Was mir besonders gefällt, hier sind sogar die einzelnen Adern sogar Schrumpfschlauch schon drauf an den Schaltern, dass das richtig isoliert ist. Also das sieht sehr professionell und gut aus. Wie im Kfz-Kabelbaum und nicht so diese einfachen, schlecht verpressten Kabelbäume. Das Batterie-Plus-Kabel hat auch einen vernünftigen Querschnitt und ist nicht so ein litsches, dürres Kabel, wie es manchmal bei den billigen Kabelbäumen ist. Ja. Wenn er überhaupt dabei ist. Die Stecker sind isoliert.
Ja, es ist überall eine Hütze drauf. Ne? Es ist ein Universalbaum für Unterbrecher, für Wape, für Elektronikzünder. Es soll alles passen. Ja. Ich sag immer noch soll, wir haben noch nie getestet. Sieht ja, er ist noch nicht aufgeschnitten. Der klebt noch hier drauf. Die beiden haben wir abgemacht. Ja, dazu gibt es auch noch eine große Bedienungsanleitung, die man bräuchte. Oder die nicht gibt's online. Die gibt es online. Genau. Die man nicht bräuchte. Aber hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir versuchen es mal ohne, weil wir sind Männer. Ne? Also ich habe es mir tatsächlich schon angeschaut. Ich habe mir die Bedienungsanleitung ja schon angeschaut. Die ist tatsächlich auch so beschrieben, dass sie wirklich jeder Pinf in irgendeiner Art und Weise verstehen kann. Also man kann die tatsächlich, soll die ohne jeglichen Kenntnisse, da müsstest du das ja machen, ne? Ja, sorry für die Nebengeräusche, die Müllabfuhr steht hier vor der Tür. Und wir werden das Moped jetzt einmal reinholen, werden alles abbauen, werden den Kabelbaum rücksichtslos einfach nur rausreißen aus dem Bock. Vorsichtig abbauen, falls wir danach wieder reinbauen müssen. Genau. Wir zeigen euch aber sehr gerne nochmal das Massekabel, was sich in Luft ausgelöst hat. Und bevor es jetzt noch lauter wird, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und dann... Also die schönsten Stellen zeigen wir euch doch. Genau. Ob wir das zerlegen, wie man eine Sitzbank und Tanker baut. Ich glaube, das habt ihr schon 2-3 Mal gesehen. Da wisst ihr, wie das geht. Wie man sieht, hier sind schon nicht mehr die originalen Farben drin. Hier habe ich mal irgendwann die Masse gedrückt, weil das alles nicht mehr funktioniert hat. Gucken wir mal weiter vorne. Genau, da holt sich ja eigentlich die Masse von hier. Ich habe mir die Masse nochmal neu geholt. Hier sind nicht mehr die Originalfarben. Vorne sind noch die Originalfarben. Das heißt, der Kabelbaum ist hier zwischen gefrickelt. Ja, das ist so eine, die Verlängerung war schon mal, die war drin im Moped sozusagen. Das wird wahrscheinlich auch nur zusammengetüdelt sein und Isoband genau. Kommen. Hier vorne fehlt ein Kabel. Hier ist sowas abgerissen, übrig. Ja. Das ist jetzt abgezogen. Mit abgegangen, das war ja. meine Hupe. Nee, das ist nicht die Hupe, das ist die Spannungsversorgung für den USB. Okay. Mit einer eigenen Sicherung hier. Ja, ne? Ja. Nur an der Hupe hast du ja beim Einschalten Dauer Plus. Ja. Und deswegen nehme ich gerne von der Hupe... Die Spannung. Ja, die Spannungversorgung, genau. Ja. Na, hier, das sieht noch so halbwegs normal aus. Haben wir hier drüben noch was ganz Schönes. Hier habe ich mal verlängert, weil die Kabel zu kurz waren. Bin eine Batterie reingesteckt, das hat mir immer die Kabel rausgerissen. So. Ja. Und das ist das berühmte Massekabel, wie man sieht. Jo, das sieht heiß aus. Was beim Schweißen sich weggebrannt hat. Also. Und das und wird ja... Das ist ja hier ein Kabel, was hier mit drin ist. Und du kannst eigentlich vom Glück sprechen, dass nicht noch ein anderes Kabel mitgeschmolzen ist, innerhalb des Kabels hier oben auf dem Wahrscheinlich, Boden. Wir können es ja mal versuchen aufzumachen, wie es da drin aussieht. Ja. Da wird's, wenn das eine Kabel so aussieht, werden die anderen nicht besser aussehen. Richtig. Und das ist nämlich das Problem, da hast du nämlich die optimalen Kandidaten für einen Kurzschluss. Kurzschluss, Massefehler, richtig. Übergangswiderstände, weil das Kabel verbrennt ja auch Kupfer, das verändert seine Eigenschaften, etc. etc. Ich hefte jetzt auch hier und ehrlich, der Kabelbaum kommt ja auf diese Seite. Denke ich jetzt mal. Also müssen wir noch rumdrehen, ne? Ja. Und ist zu groß, der Kabelschuh. Es müsste eins kleiner sein. Ist ja nur ein 5er, kein 6er. Das war ein 6er Kabelschuh, ein 8er. Haben wir jetzt falsch rum dran? So, einmal. Das geht ja ganz nach hinten, würde ich sagen. Sieht doch böse aus, ne? Prophylaktisch gesehen. So, das lassen wir mal draußen. Das muss ja nach innen gehen. Ja. Sicherung. Ah ja, Sicherung ist nicht dabei. Okay, siehst du, und das ist jetzt wieder so ein Punkt, wir haben die späte Version, wo die Masse gesichert war. Ja. Jetzt muss man hier die Sicherung, Sicherungshalter fehlt, ne? Ja, E-Baustein, okay, das ist da. Aha. Das wäre jetzt für mich das Wichtigste, weil ich weiß ja, das ist braun-weiß ist Zündung aus, das ist jetzt Zündung Masse. Richtig. Au, doppelt richtig. Ist da. Bei der normalen S51 gebe ich zu, gibt es original keine Masse auf dem Motor. Bei der Wape muss man das machen. Ich mache es bei der Elektronikzündung auch, weil die Elektronikzündung ist im Prinzip dasselbe wie eine Wape mit nur einer schwächeren Lichtmaschine. Und jetzt steht wieder in den Kommentaren, was soll denn da eigentlich kaputt gehen, wenn man das nicht macht? Ganz einfach.
Ja, der Motor bei der S51 ist Gummi gelagert. Und zwar ist ja hinten das die Motorhalterung, hier sitzt er noch einmal fest im Motor drin. Und dann ist der ganze Motorhalter in dem Gummi drin, auf der Mittelachse hier, auf der Zentralschraube. Ja. Zentralachse. Und Gummi kann ganz schlecht Strom leiten. Und wenn man das jetzt nicht macht. Der Zündfunke, wir geben ja hier Plus und Minus auf die Zündspule mit dem Impuls. Und wenn man das jetzt nicht macht, was geht dann kaputt und warum? Impuls. Dieser Impuls, hier ist ja eigentlich wie eine Art Trafo, die Zündspule, mit zwei Spulen. Du hast eine Primär- und eine Sekundärspule. Sekundärspule macht Hochspannung. Hochspannung geht auf die Zündkerze. Das ist sozusagen der Pluspol. Und die Masse, wo soll die abfließen? Die muss ja irgendwie wieder zur Zündspule kommen. Und wo haben wir hier Masseanschluss? Die Zündung bei der Lima ist auch nicht geerdet. Wir haben ja hier die gesamten Lichtspulen sind auch auf Masse geschaltet am Motor, aber wir haben keinen Masseausgang von der Lichtmaschine zur Zündung. Wir haben ja nur die drei Pluskabel, einmal für Frontlicht, einmal für Batterie, für Rücklicht und die Zündung mit dem Impulsgeber. Alles nur die Plusleitung, kein einziges Massekabel. Man hätte sich sozusagen auch bei der Lichtmaschine schon ein Massekabel mit dran machen können, ein dickes, fettes. Dann hätte man das Massekabel nicht gebraucht, das externe. Ne? Bei der MZ-Wape, da ist fast immer ein Massekabel mit an der Wape, an der Grundplatte dran. Mhm. Fast immer. Bei der Simson komischerweise nicht, auch bei der Wape nicht, ist kein Massekabel dran. Und damit der Stromkreis für die Hochspannung vernünftig funktionieren kann, muss ich eine Masse vom Motor wieder zur Zündspule, hier zu der Hochspannungsseite haben. Und diese Masseverbindung gibt es nirgendwo in vernünftiger Ausführung. Der Motor holt sich irgendwo Masse, über Bautenzüge, sonst irgendwas, was ja scheiße ist. Für einen vernünftigen Motorlauf plus für eine vernünftige Lichtmaschinenleistung brauche ich eine Masse am Motor. Ist die unzureichend, kann es mir die Elektronikzündung zum Beispiel zerstören. Weil ja, wenn die Masse hier nicht funktioniert, diese Spannung, die will ja irgendwo lang und die will sich irgendwo diese Masse holen. Und die holt sie sich überall, wo der geringste Widerstand ist. Und dann kann es durch Spannungsspitzen etc. auch ganz schnell dir den Elektronikbaustein zerstören. Bei der Wape steht extra drin, ist die Wape nicht drin, ist diese Masse nicht drin, kann es dir diese Zündspule zerstören. Weil bei der Wape ist dieser ganze Elektronikbaustein in der Zündspule integriert. Das ist ja, heutzutage heißt es CDI, zu der Erdzeiten hieß es Elektronikbaustein. Ist dasselbe wie eine CDI, ist baugleich, alles baugleich. Die bauen heute genau denselben Scheiß wie früher. Vielleicht sogar noch mit schlechteren Bauteilen heutzutage. Und was geht dann kaputt in dem Baustein? Meist der Thyristor. Der pfeift einen durch. Der pfeift durch. Okay. Hätten wir die Frage auch endlich mal beantwortet. Ja, wenn einer zugehört hat. Aha. Was ist das? Bremse, Bremslichtkontakt. Geil. Motormasse. Motormasse. Zusammengestrapst wieder. Ja. Also sie ist da, ich behaupte das Gegenteil. Ich entschuldige mich, behaupte das Gegenteil. Dann können wir die hier auch auseinanderschneiden. Dann ist die Motormasse auch vorhanden. Für Wape, siehst du? Mhm. Ist natürlich jetzt hier, ich würde die immer dran machen, die Motormasse. Immer. Egal was für ein Motor. Egal was. Und der Bremslichtkontakt, das ist natürlich jetzt, den könnte man, der kommt ja hier an den Bremslichtschalter, den kann ich in meinem Fall kürzen. Ja. Oder innen drin aufwickeln. Richtig, das ist egal dann, ne? Ja. Gut, also beschriftet ist es sehr gut bis jetzt. Jetzt in der Bedienungsanleitung stand bestimmt drin, welches Loch man nehmen soll, oder? Bestimmt, ja. Willst du mal reingucken? Ja, du willst doch meistens reingucken, ne? Weil wenn ich ehrlich bin... Ach, bin ja doof. Ich weiß, in welches Loch es kommt. Wir nehmen das normale, das große hier vorne. Richtig, genau. Das sehe ich ja auch gerade. Das sehe ich ja auch gerade. Das ist Blinkgeber, das ist Hupe. Das müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen später. So, und der geht hier oben dran weiter. Ja. Den würde ich unten durchstecken. Damit das schön versteckt ist. Hier oben drauf lang. Was schön ist, hier sind gleich die Gummis bei. Ja. Und hier, das ist das Rücklicht. Rücklicht mit Trenngummi und Blinker. Ist alles fertig. Ja. Brauchen nichts mehr klemmen. Bist begeistert, merke ich gerade. Ich weiß jetzt gerade, warum der Kabelbaum halt 2 Euro mehr kostet. Jo, der kostet tatsächlich 2 Euro mehr. Aber man muss sich überlegen, die Schalter sind dran. Ja.
jetzt sind wir hier im Herzkasten. Das ist Batterie Plus, Batterie Minus. Okay. Jetzt habe ich noch ein Rätsel. Wo ist die Sicherung? Nee. Dann es muss hier zwischen die Sicherung. Ja. Dann ist das auch fertig verdrahtet. Dann könnte man jetzt so diese Flachsteckersicherung nehmen. Richtig. Ja, das ist die Masse. Dann legen wir die mal drauf. Die lasse ich jetzt immer noch lose. Ja. So. Dann müsst ihr jetzt hier... Ah, okay. Hier ergibt sich aber das große Problem. Das ist der Mangel, den ich sehe. Keine Beschriftung? Keine Beschriftung. Aber, das habe ich wiederum gesehen in der Anleitung, gibt es eine Beschriftung? Das einmal richtig aufgeführt, was ja. Woran gehört. Da steht aber dann nämlich Kabelfarbe an Nummer sowieso, Kabelfarbe okay. An Nummer sowieso. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt hier eine Nummer hätte. Ne? Richtig, dann wäre es natürlich ich ehrlich sagen, Plug and Play. Weil wir haben jetzt, so wie gefordert, alles rausgerissen. Man hätte natürlich jetzt das alte Zündschloss hängen lassen können. Ja. So. Und hätte jetzt 1:1 tauschen können. Allerdings, wenn man einen Fehler drin hat, tauscht man den dann mit 1:1. Yep. Ich bin immer ein Freund davon, reißt es ab, macht es einmal von vorne neu. Ja, dann brauchen wir jetzt doch die Bedienungsanleitung, ne? Ja, ich werde sie dir gleich einmal raussuchen. Dann müssen wir die jetzt mal raussuchen. Das geht doch so, geht doch. Kriegst du schon hin, ne? Mit deinen dicken Pranken. Ja, das war ja vorher hier unten drunter durch, ne? Ja. Das wird schwierig, dann, vor allen Dingen auch mit dem... Das müsste man irgendwann mal machen mit dem Support. Genau, Schraubenlose machen, einmal drunterlegen. So, Rücklicht ist dran. Ich habe es einmal abgebaut, damit ich die Kabel hier durch die Blinker ziehen kann. Die Blinker müssen wir noch anschließen. Aber man sieht hier auch schon, dass er richtig schön Kabel übrig hat. Also er steckt hier wirklich lang drin, lang und schmutzig. Das finde ich schon mal gut. Du hast hier oben jetzt eben sogar schon angezogen mit Kabelbindern einmal. Und ja. Von daher... Was natürlich nicht so prall ist. Du kommst hier oben nicht durchs Loch durch, ne? Die Löcher nicht durch, ne? Das ist natürlich doof. Und den Kabelbaum ziehen wir hier rum. Genau. Das heißt, ich muss jetzt den Klimpel mir aber rumbauen. Ich würde jetzt als erstes mir den Lenker anbauen. Ja. Und dann die Lampe, ne? Mhm. Dass ich hier vom Lenker aus fertig werde. Genau. Also im Prinzip ist jetzt einmal alle Verbraucher anschließen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wo hast du die Schrauben dafür? Da musst du die Griffe erst einmal abmachen. Die Griffe müssen wir abmachen, ja, ja. Und die anderen Schrauben liegen hier in dem weißen Bottich. Auch in dem weißen, ja, da. Wenn ich ganz ehrlich bin, diese Schalter hasse ich ja. Jo. Also das Zusammenbauen. Und vor allen Dingen das Verlöten. Da kriege ich das blanke, den blanken Horror in der Stirn. So, wie rum? So rum. Gehe ich davon aus. Ja. So, jetzt haben wir die zwei Schalter hier eingebaut. Ist ja einmal den hier und die beiden. Hat man hier die beiden Halteschrauben und der obere wird ja nur durch die Klemmung gehalten. Ne? Genau. Man sollte halt nur aufpassen, dass ihr diese kleinen Schrauben nicht verliert. Fisseligen Dinger. Und dann muss ich noch einschalten. Und tatsächlich, die Kabel führen sich auch ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie vertragen die das hier, ne? Ja. Weil da gehen tatsächlich viele Kabel kaputt. Bäume kaputt. Weil die hier gequetscht werden. Ja, das hier ist auch noch so eine Befestigung, ne? Mhm. Da müsste man mal gucken, wo der hinterher hinkommt. Das war's auch. Jetzt geht's weiter. Blinker mit und Scheinwerfer und Blinker weiter, ne? Würde genau. Ich sagen. Ich habe derweil mal hier hinten die Blinker angeschlossen und da ist ja so viel Kabel übrig, das bin ich ja gar nicht gewohnt, Gerrit. Das muss ich mal gucken, ich habe hier eine Schleife drin legen müssen. Eine Schleife? Ja. Das ist ja cool. Das finde ich schon mal gut, das gefällt mir. Was haben wir denn hier noch alles? Achso, das sind die... Das ist der Dingsbums, das ist der Bremslichtschalter. Ah, ja, ja, genau. Das ist Blinker, Blinker. Das ist Scheinwerfer. Scheinwerfer müssen wir das Gummi rausnehmen, weil das Gummi ist dabei. Richtig. Das so. Kommt einmal neu an der Stelle. Ich bin ja echt hier, ne? Das ist hier so ein bisschen... Buffy, ne? So mäßig. Was meinst du, Grenz an Hexerei oder was? Im Banne der Scholschoden oder wie war das? Ja, genau. Ist das jetzt rechts oder links? Steht drauf. Steht drauf.
Lenker vorne rechts. Dann machen wir doch. Das gefällt mir am meisten, muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass die Kabel hier isoliert sind komplett. Ja. Und man nicht mehr so ein einzelnes Gesülze hier rumhängen hat. Ne? Richtig. Vorne rechts wäre der hier, ne? Ja. In Fahrtrichtung rechts. Weil vom Körper wäre ja das jetzt rechts, ne? Aber das wäre falsch. Das wäre verkehrt, richtig. Dann blinkt er wieder über Kreuz. Aber so wie ich mich hin. Kenne kriege ich das eh hin. So, jetzt ist wieder mein Lieblingsspiel. Ja, ich musste mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfen. Vorne. Ja, weil das jetzt hier enger ist als. Das Plasteloch ist hier enger. Ne, das Gummi ist ein Weg gewesen. Nee, machen wir anders. Ah, da ist ein Gummi drin, richtig. Richtig. Aber wir können es ja. Kann man ja aufmachen, ne? Ich betone es immer wieder, mit den Gummis käme ich nicht so aus. Ich schmeiß die Gummis immer raus, wenn ich sie finde. Mhm. Ich mag die nicht. Jetzt hat man natürlich tatsächlich hier wieder Kabel übrig, ne? Ja. Auch ordentlich. Auch am Blinker. So. Einmal. Blinker rechts ist richtig. BVR. Blinker vorne rechts.